welche Funktion, welche Aufgaben soll die LAG künftig übernehmen? Mehr so Beratungs- und Unterstützungsaufgaben, eher neutral, so als Mittler, als Vermittler, oder auch noch viel stärker Umsetzung eigener Projekte? Also diese Befragungen und der Workshop, alles was da diskutiert worden ist, bildet eigentlich ja die Basis für unsere regionale Entwicklungsstrategie. Wir gucken wirklich, was lief bisher gut, was lief schlecht, wo haben wir noch Handlungsbedarf, wo müssen wir was verbessern, wo müssen wir unsere Arbeit auch weiterentwickeln oder Dinge anders machen. Und das ist die Ausgangssituation für unsere regionale Entwicklungsstrategie. Auch hier so eine Beifrage an diese Pünktchen zu kleben, die vor Ihnen liegen. Wir haben das Instrument der Befragung, Fragebogen, und wir haben einen Fragebogen selber entwickelt und haben einen anderen Fragebogen benutzt, den es bereits gab. Das fertige Instrument hat auf unsere Belange eigentlich super gepasst, nahezu perfekt, und wir haben so gut wie keinen Vorbereitungsaufwand gehabt. Das sah beim eigenen Fragebogen ganz, ganz anders aus. Das war also wirklich ein Riesenaufwand, sich die Fragen zu überlegen, die Fragen abzustimmen, in eine Steuerungsgruppe nochmal zu geben, das Ganze auch so aufzuziehen, dass es, ich sag mal, wissenschaftlich standhält oder formal korrekt ist, diese Ergebnisse belastbar sind. Und also wenn es da die Möglichkeit gibt, wirklich auf die Arbeit von Profis zurückzugreifen, würde ich den Kolleginnen und Kollegen, die sowas angehen, auf alle Fälle empfehlen. Ich denke, der Auswertungsworkshop war nochmal ganz wichtig, den zu haben, weil es einfach eine andere Qualität hat, sowas mündlich vorzustellen, nochmal zu erklären, auch die Möglichkeit zu geben, das Ganze rückzukoppeln. Und wir haben diese Ergebnisse dann ja in Form einer Wandelhalle präsentiert, haben das also nicht nur per PowerPoint an die Wand geworfen, sondern tatsächlich als Ausdruck nochmal an der Wand hängen gehabt und haben auf dem Weg die Möglichkeit gegeben zur Rückmeldung. Das haben wir alles dann aufgenommen und auch weiter mit einfließen lassen. Moderierter Beteiligungsprozess im Winter, ich denke da. Frau Weizsäcker hatte vorhin in der Vorstellung ihrer Ergebnisse auch schon gesagt, es gibt ein paar so Knackpunkte, so Grundsatzfragen zum Selbstverständnis der LAG. Verein, Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. Wir hatten im Workshop aber auch ein paar ganz knifflige Fragen. Da ging es um die Frage, ob wir künftig weiter nur beraten oder ob wir auch eigene Projekte durchführen. Da war im Fragebogen das Ergebnis so ungefähr 50-50, also eigentlich keine Entscheidung. Und wir haben es dann im Workshop diskutiert und hatten eigentlich auch dort kein klares Ergebnis. Es war damals quasi nicht unser freier Wille, dass man... Die Evaluierung, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben, die spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle bei der Erarbeitung der regionalen Entwicklungsstrategie für die kommende Förderphase. Denn eine solche Strategie, die hat ja auch, wie soll ich das ausdrücken, gewisse Wurzeln. Und die Wurzeln, die bilden sich natürlich in der Arbeit der zurückliegenden Jahre. Dass es viele Schritte werden, das haben wir eben gerade gehört. Heute war ein erster und ein wichtiger. Also ich denke, dieser Leitfaden für die Selbstevaluierung, der war ganz wichtig, wobei wir jetzt ja schon eigentlich bald einen Schritt weiter sind. Jetzt geht es ja darum, wie wir während der laufenden Förderperiode dann das Monitoring gestalten, wie wir diese Zielhierarchien gut im Auge behalten, wie wir auch die richtigen Indikatoren dafür finden. Verbesserungspotenzial gibt es immer, aber ich glaube schon, dass man von einer 90-prozentigen Zufriedenheit sprechen kann. Das ist doch super.